Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute wollen wir eine Rose pflanzen. Eine Rose, also in dem Fall ein Rosenstämmchen, das jetzt 24 Stunden lang gewässert hat. Also das ist eine wurzelnackte Rose, wie ihr seht. Also das ist jetzt kein wirklicher Ballen, der hat hier nur so ein bisschen Müll noch drum. Und diese soll man vor dem Einpflanzen, soll man die Rosen mehrere Stunden bis hin zu einem Tag lang wässern, damit das hier alles richtig schön angefeuchtet ist und die Rosen dann bereit sind für die Pflanzung. Und grundsätzlich sollte man diese Pflanzung entweder im Herbst machen, also bevor der harte Frost eintritt, oder alternativ im Frühjahr, so ab März, sagt man, ist auch eine sehr, sehr gute Zeit, wenn keine harten Fröste mehr zu erwarten sind. Das bietet sich an für diese Rosen. Und dann sollte man als allererstes, wenn die Rosen dann auch so wässert, ein Pflanzloch graben. Dieses Pflanzloch, sagt man so pauschal, sollte 40 x 40 cm groß sein, also 40 cm breit und 40 cm tief, damit sich dann diese zarten, feinen Wurzeln auch so genügend ausbreiten können. Also ich habe das Loch hier schon mal gebuddelt. Also ich habe so das Gefühl, es sind jetzt nicht ganz 40 cm in der Breite. Aber ja, ich glaube, das wird die Rose auch verkraften können. Und als nächster Schritt, dann entfernen wir hier diese Folie drum und dann sollten die Wurzeln eingekürzt werden. Und zwar sagt man grundsätzlich, sollten solche Rosenwurzeln auf maximal, oder nicht auf maximal, sondern grundsätzlich auf 20 cm eingekürzt werden. Wie ihr seht, ist das hier nicht notwendig, weil diese Wurzeln ja an sich schon sehr, sehr, sehr kurz sind. Also es wäre jetzt albern, da irgendwas abzuschneiden, was gar nicht vorhanden ist. Und dasselbe gilt für das Oberteil. Vor der Rosenpflanzung, ganz oft, wenn man die kauft, haben die ja doch so lange Triebe schon. Und diese werden auch ebenfalls auf 20 cm eingekürzt. Also wenn ihr solche Rosen kauft, dann bitte das ebenso machen. Hier entfällt es jetzt gut, haben wir weniger Arbeit. Und wenn die Rose in das Pflanzloch eingesetzt wird, dann sollte die ungefähr 10 cm über der Veredelungsstelle rein. Also was ihr jetzt hier seht, das ist hier so ungefähr die Veredelungsstelle und ein Stück von etwa 10 cm muss mit in die Erde. Das ist halt ganz wichtig zu bedenken. Und dann wird auch schon das Erdloch, also ich halte jetzt mal die Rose fest, noch ein bisschen, damit sie nicht aus Versehen zu tief absackt. Und dieses Erdloch, das wird dann einfach wieder mit dem Aushub aufgefüllt. Und die Betonung liegt tatsächlich auf Aushub. Da wird nichts an Dünger reingepackt. Weil man denkt ja immer so, ach naja, bei der Pflanzung, da ist es so schön, wenn man da nochmal Dünger reinmacht. Vielleicht Kompost oder gleich richtigen Dünger halt. Und davon ist bei Rosen dringend, dringend abzuraten, weil diese Rosen das überhaupt nicht so gerne mögen, wenn die gleich Dünger in die Erde bekommen. Und zwar hat das einen ganz simplen Grund. Und zwar dieser Dünger, der entwickelt ja Nährstoffe bzw. Nährsalze. Und diese Salze, die sind einfach zu hart und zu heftig für diese kleinen Rosenwurzeln. Die würden dazu führen, dass die kleinen Wurzeln einfach verbrennen. Das heißt, die Rose würde sich nicht wie gewünscht entwickeln aufgrund dieser Nährstoffgabe, sondern sie würden verbrennen. Und das möchte man natürlich auf gar keinen Fall. Denn es ist tatsächlich so schön und ja, üppig auch so eine Rose aussieht, das sind tatsächlich recht schwache Pflanzen in Anführungsstrichen. A, was ihr Wurzelwerk angeht, vor allen Dingen bei sehr, sehr jungen Gewächsen, und auch B, was die Konkurrenzstärke angeht. Das heißt, so eine Rose, die kann sich überhaupt oder könnte sich überhaupt nicht durchsetzen gegenüber kräftigen Gewächsen, kräftigen Sträuchern, kräftigen Stauden. Deswegen sollte man schon beim Einpflanzen sich wirklich ihr einen Standort bieten, wo sie überhaupt keine Konkurrenz hat und so frei vor sich hin wachsen kann. Gut, das ist bei ihr sowieso angebracht, weil sie halt ein Rosenstämmchen ist. Aber man könnte ja auch genauso jetzt Strauchrosen pflanzen oder so. Und die möchten dann um sich herum auch nichts anderes haben. Und um diese Wurzeln nicht noch mehr zu schädigen, wird die Erde wirklich nur vorsichtig hier so hingelegt. Also wirklich gelegt. Und dann nur mit den Händen festgedrückt, nicht mit dem Spaten geklopft, nicht festgetreten, wirklich nur mit den Händen, damit da nicht aus Versehen noch irgendetwas Schlimmes passiert. Dann anwässern und weiter Erde drauf. Und jetzt heißt es, soll man die noch 10 cm hoch anhäufeln. Also das ist jetzt tatsächlich so eine Art Schutz.
Und dieser Schutz hat verschiedene Funktionen. Wenn ihr die Rose im Herbst pflanzt, ist es ein Winterschutz, ein Frostschutz sozusagen. Und wenn ihr sie im Frühjahr pflanzt, dann schützt diese Anhäufelung, nennen wir es mal so, die schützt dann wiederum das Wurzelwerk vor Sonne und vor Wind. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier so starke Sonneneinstrahlung und starke Stürme zu erwarten sind, aber ich wollte euch das nur erzählen. Man sollte dann so ein 10 cm hohes Häufchen hier machen. Hier ist jetzt noch Rindenmulch bei der Erde dabei. Das hat sich zwangsläufig so ergeben. Aber jetzt ist diese Rose halt wunderbar angepflanzt. Und mehr macht man jetzt tatsächlich nicht. Sie wird jetzt, ja, weil es nicht notwendig ist, wird sie halt nicht geschnitten. Sie sollte auch die nächsten 3 Jahre nicht geschnitten werden. Also erst im dritten Standjahr sollte man sie schneiden. Abgesehen natürlich davon, dass man Verblühtes entfernt. Und ansonsten kann sie jetzt da ganz wunderbar gedeihen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr hinterlasst ein Like, ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.